Für wen ist die bioidentische Hormontherapie geeignet? Manche glauben, es sei nur eine Sache für Frauen oder nur für Frauen im Wechsel. Nein, es ist für Männer, für Frauen und für Kinder auch. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder habe ich ein Problem, zum Beispiel Herzrasen, Haarausfall, Depression, Burnout, Osteoporose. Und da kann man natürlich das ganze Hormonsystem überprüfen oder ein guter Teil des Hormonsystems überprüfen und wieder Gleichgewicht und optimale Bereiche erreichen. Oder Sie möchten Vorsorge machen. Es gibt sehr viele Dinge, die gemacht werden zur Vorsorge, die eigentlich nur Früherkennung sind. Darmuntersuchung, Mammographie zum Beispiel fallen mir sofort ein. Aber Vorsorge heißt vorsorgen. Das heißt, Sie tun etwas, bevor die Krankheit kommt. Das heißt, was können wir tun? Mittlerweile wissen wir, weil es eine breite Wissenschaft darüber gibt, zum Beispiel, es gibt mindestens sechs Hormone, die die Knochen stärken. Das heißt, wenn diese sechs Hormone optimal eingestellt sind, dann machen Sie Vorsorge vor Osteoporose. Es gibt drei ganz starke Antidepressiva in unserem Körper: Progesteron, Schilddrüsenhormon T3 und Vitamin D3. Wenn die drei hoch sind, ist es schwierig, depressiv zu werden. Burnout, Progesteron, DHA, Cortisol. Wenn die drei hoch sind, können sie nicht in Burnout gehen. Das heißt, viele interessieren sich nicht so sehr für die Vorsorge und kommen erst spät. Aber ich persönlich war selber im Burnout. Ich hätte mir das gerne erspart. Deswegen möchte ich auch diese Nachricht erbringen. Nicht nur, wenn Sie Probleme haben. Machen Sie das für die Vorsorge und für die Verjüngung. Weil das, was wir oder was ich häufig höre von meinen Patienten, ist, viele fragen mich, was ich gemacht habe, weil ich viel frischer, jünger ausschaue. Das sind die Hormone. Die Hormone, jedes Hormon hält uns jung. Das, was eine Wirkung in den Gelenken hat, in den Knochen hat, das andere im Gehirn. Sie bleiben einfach jung im Gehirn und auf der Haut und die Muskeln und das Herz. Das heißt, es lohnt sich immer, im optimalen Bereich zu sein und vor allem im Gleichgewicht.